Hallo meine Freunde und willkommen zurück zu Darkest Dungeon, zurück zu unserem, zu Ventas Männer, nicht eurem, das ist meins. Jawohl, mein ehemaliges Anwesen, das Anwesen meiner Familie, das verflucht ist, das überrannt wurde von dem Bösen, von meinen Vorfahren darauf beschworen. Und hier geht's auch weiter. Wir haben hier ein kleines Event, und zwar wir hatten das Glück, dass der Schmied ruhelos weitergearbeitet hat und hat uns eine kostenlose Rüstung zur Verfügung gestellt. Ja, eigentlich ziemlich nett, haben wir natürlich auch gleich ausgenutzt. Und jetzt sind alle soweit ausgerüstet. Jeder hat hier die 2 stehen. Bedeutet, wir können unsere Truppe ins nächste Abenteuer scheuchen. Das wollen wir auch gleich mal machen. Es bleibt ja nicht viel anderes übrig. Gestresst sind sie nicht. Der eine, der krank ist, den habe ich schon weggestellt. Wir könnten jetzt wirklich töte den lauter Prophet. Oh, eine neue Aufgabe. Sammle heiliges Relikt. Dafür gibt es für die Arbaleste Beinschienen. Oder wir holen uns den seltenen Ring. 25% Chance auf Tugend. Auch nicht schlecht mit Wappen und Köpfen. Gar nicht verkehrt. So, unser Trupp könnte so bleiben. Wir brauchen noch jemanden für Reihe 2. Wie gut warst du in Reihe 2? Ziemlich gut. Und der würde für uns Fallen finden. Manchmal. So, hat jeder Ausrüstung? Nein. Dann sollten wir mal schauen, ob wir was für dich haben. Gewöhnlich. 10% Chance erkunden. Präzision. Ich glaube, Präzision geben wir hier rüber. Gib das mal weg. Gib das weg. Danke. Und du bekommst die Erkundung. Und hier schalten wir am besten dann diese Präzision rein. Auch wenn er nicht mehr so gut ausweicht, aber Präzision klingt doch gut. Wenn ein Mensch mit einem Schwert besser trifft, der auch eigentlich der schadensausteilende Charakter ist, dann macht das Sinn. Nein, den wollte ich dabei haben. Was ist denn das? Klicke ich denn hin? So. Die Frage ist, wo schicken wir sie hin? Stufe 1, Stufe 1, Stufe 3. Das werden wir uns mal schön nicht trauen. Stufe 3 werden wir uns ebenfalls nicht trauen. Kurz Stufe 0. Das ist tatsächlich etwas, was ich hier momentan nicht machen werde. Das sind so die beiden, also die Meereshöhen sind die Aufträge, die ich mal aufbewahre. Falls wir wieder Leute bekommen, die Stufe 0 sind und dann ordentlich vertrimmt werden, wenn wir sie auf größere Abenteuer schicken, dann haben wir da immer noch die Ausweichmöglichkeit. Dann sollten wir jetzt mal die Aufgabe wählen nach, nach Beute. Also hier das für den Waffenknecht ist schon nicht uninteressant. Dazu gibt es Urkunden und Wappen. Mittellange Strecke. Eigentlich nicht schlecht. Für den Aussätzigen den Armreif. Ungewöhnlich, aber nichts Besseres. Selten. Sonnenumhang. Der ist gar nicht verkehrt. Der klingt echt gut mit dem Abwehren ausweichen. Das ist was für diejenigen wie die Vestalin, die halt hinten stehen und nicht getroffen werden sollten. Aber das sind Sachen, die Aufträge sind einfach noch zu heftig. Der Ring der Helden wäre natürlich schön, wenn wir den Propheten niederknüppeln könnten. Aber ich glaube, ich werde mich hier unten einmal festsetzen. Deshalb ist der Schatz so gut. Das ist ein Endboss in der Region. Nee, dann schlagen wir doch lieber den lauten Propheten, weil ich finde diesen Tugendring tatsächlich nochmal ein Stück interessanter als den Waffenknecht-Farm.
Dann gehen wir dahin. Die Truppe ist ausgebildet und gut genug dafür. So meine ich zumindest. Wir haben so ziemlich alles dabei. Davon brauchen wir ein paar. Davon brauchen wir ein paar mehr. Davon brauchen wir ganz viel. Lieber zu viel als zu wenig. Davon brauchen wir auch was. Und davon holen wir auch noch mal was mit. Weil wir es können, holen wir auch das mit. Einfach mal um die Kasse zu sprengen. Zur Not kann man alles immer noch mal wegwerfen. Geht zwar aufs Geld, aber es ist halt so. Excavations beneath the manor were well underway, when a particularly ragged indigent arrived in the hamlet. This filthy, toothless miscreant boasted an uncanny knowledge of my ambitions and prognosticated publicly that, left unchecked, I would soon unleash doom upon the world. Yeah. The echoes of his mindless tittering reverberate maddeningly. Ich bin mal gespannt, wie die Karte aussieht. Ich habe es geahnt. Natürlich, wir können in zwei Richtungen starten. Ja, wir nehmen diese Ecke hier erstmal aufs Korn, weil wir es können. So nach dem Motto, der Feind im Rücken ist nicht gut, den will ich weghaben. So, lies doch mal. Das gibt... Nix. Okay, hat sich nicht gelohnt. So, wir haben hier einen kleinen netten Trupp. An Räubern, alles menschliche Gegner. Dann nehmen wir den präzisen Schuss, schalten den hinten erstmal aus. Das war nicht gut. Pistolenschuss. Ich hätte ihn gerne weg. Dankeschön. Und noch werden die Heilkräfte nicht gebraucht. Ist also egal, wo wir sie hinschicken. Ab jetzt werden sie gebraucht. Jetzt zerhacken wir den erstmal. Geräuschschuss, wir treffen alle, sehr gut. Präziser Schuss, wir können den ausschalten. Hat nicht gereicht, schade. Zerhacken des ersten Gegners. Noch einmal und ist er fertig. Hier heilen wir auch unseren Aussätzigen. Sehr gut. Die Stresspeitsche, die nervt. Nochmal Streuschuss. Impressive. Sehr gut. Präziser Schuss und wir sind durch. Cursed Champion Falls. Oh, das hat doch schon mal geholfen. Mal Licht anmachen. Mind that such missteps are the exception. Sehr gut. Läuft gerade. Schnell mal die Wunden zutackern. Die Vestalin hat gleich viel zu tun, nachdem sie sich ja schon bereichert hat. Nichts zu holen. Ja, reicht. Oh ja, und wie das reicht. Wir haben den ersten Schlag. Deshalb fange ich mal an mit der Pistole. Ich hätte gerne den Stresser hier hinten weg. Der ist echt nervig. Their formation is broken. Sehr gut. Maintain the offensive. Hier brauchen wir Heilung. Und der zerfetzende Schlag, der geht jetzt hier auf dieses untote Tier. Na toll.
Dafür hat er schon Präzision gekriegt, damit er noch immer noch verfehlt. Das macht Sinn. Au. Au. Ist nicht normal. Ja, Sakrament. Langsam reicht's. Okay. Nahkampf, eins nach vorne und er kriegt einen Treffer auf die hier. Die ist nämlich auch ziemlich nervig mit dem Zaubertentakeln. Autsch. Schnellschuss. Am besten auf sie. Ne, wir treffen vorne. Schade. Heilung. Yay. Und zerhacken wir ihn jetzt nochmal schnell. Unglaublich. Oh ja, dankeschön. Death waits. Naja, jetzt haben wir ein Problem. Er stirbt vor sich hin. Dankeschön, Gegenschlag war wichtig. So, Streuschuss, wir treffen alle drei. Leider nirgends ausreichend. Aber immerhin. Präziser Schuss, wir machen sie jetzt weg. Und hier können wir jetzt den Doppelschlag austeilen. Oh Gott. Ghoulish horrors, brought low and driven into the mud. So, dafür habe ich es mitgenommen. Schnell mal durchheilen. Einmal auch durchfuttern. Ah, na gut. Es musste sein. Wir nehmen jetzt nochmal das Gold. If only treasure could staunch the flow of otherworldly corruption. Okay, wir müssen den ganzen Weg wieder zurück. Das ist alles in Ordnung soweit. Hinten blutet auch noch jemand. Hab ich nicht gesehen. Ich habe auch keine Bandagen mehr. Aber es hat ein Ende gefunden. Sehr gut. Man nach Möglichkeit viel, viel Heilung. Wir sind so gestresst. Aber wir haben es fast geschafft. So, hier gibt es irgendein Hindernis. Da haben wir die Schaufel. Even the cold stone seems bent on preventing passage. Super. Wir haben hier jetzt einen Bücherschrank. Ich glaube, du bist gestresst genug. Du kannst ja ruhig noch mehr Stress aufbauen. Oh, etwas gelernt. Sehr gut. Glaube ich. So, im nächsten Raum gibt es Schätze. Die hätte ich gerne allerdings lieber mit Licht gekämpft. Der hier ist eklig. Und der. Ja. Mit seinem Geschrei kann er echt stressen. Und der stresst mit seinem Giftbecherchen. So. Pistolenschuss. Wir fangen hier am besten mit dem Pistolenschuss an. Weil... Wow. Mehr als erwartet. Weil ich den loswerden muss. Jetzt wollen wir noch den loswerden. Heilung. Weil vorne kriegen so viel ab, das ist nicht mehr normal. Und die Vestalin heilt einfach zu langsam, zu wenig. So, wir zerhacken ihn hier. Dauert nicht so lang. Bedeutet auch, dass wir weniger Angriffe abkriegen.
withering fear consumes the mind. So, nochmal schnell Heilung. Pistolenschuss. Das ist sehr gut. Okay, in der Tarnung aufheben ist alles nicht so viel Sinn. Also ist das hier schon ganz gut mit dem gezielten Angriff, der nicht funktioniert. Dann nehmen wir den hier. Okay, zwei Schaden betäubt, nach hinten verschoben. Nicht ganz so schlimm. As the fiend falls, a faint hope blossoms. Super. Dann können wir auch gleich nochmal neu ordnen. Haben wir noch einen Schlüssel dafür, das ist sehr schön. Haben wir jemanden, der blutet? Nein. Er ist aber gestresst. Todesstress hat er. Muss ich mir überlegen, wie ich weitermache. So. Ich würde sagen, auf in den nächsten Raum. Ja, bis dahin können wir auf jeden Fall ohne Stress einmal eine Falle beseitigen. Dafür ist er perfekt ausgerüstet. Oha. Dann segnen wir den Altar. Das gibt Stärkung. Bis zum Lager. Naja, schade eigentlich. Ich hatte eigentlich vor, jetzt in den nächsten Feldern irgendwo zu lagern. Geht aber nicht. Hey, Denai, was haben wir denn da noch alles vor uns? Okay, wir gehen rechts rauf und dann rüber. Wir wollen ja möglichst viele Schätze mitholen, deshalb suchen wir danach. Ich glaube, hier reicht es, wenn man eine Fackel reinsetzt. The match is struck. Genau, dann machen wir nicht wieder. Ordentlich viel Licht. Jetzt waren sie hungrig. Jetzt ist es auch nochmal blöd, wenn man jetzt lagern würde. Licht ist noch genug da. Also durchstarten. Okay, eine Falle. Das vermeiden wir. So gierig bin ich dann auch nicht, dass ich da nochmal den Kampf mitmache. Dankeschön. Nein, den Schlurfer werden wir nicht besuchen. Immer eine schöne Seitenreise, aber ich verzichte. Und wenn wir Glück haben, kriegt jetzt einer von euch die Falle entschärft. Natürlich der mit der Fähigkeit dafür. Das baut Stress ab. Ich hätte es jetzt gerne auf dem Aussätzigen, dass der ein bisschen Stress abbaut, aber wir haben nicht immer das Glück. Jeder Raum war leer. Okay, hier gibt's Kampf. Nochmal Kampf, das heißt, den Kampf holen wir mit. Und dann muss ich schauen, ob ich ein Lager finde. Zeuge. Okay. Ich versuch's mal, dass er den Stress abbaut. Ja, gut so. Das war ja so wertvoll. Dunkelheit ist nicht gut. Einen machen wir noch. Und ich hoffe jetzt, dass wir mit ausreichend Licht hier in die ganze Geschichte reinstarten. Okay, wer muss weg? Sie muss weg. Und danach können wir reihum runterprügeln. Also präziser Schuss. Das kann dauern mit dem Weg.
Oh ja, genau. Stressangriff auf ihn, das ist fatal. Hier brauchen wir physische Heilung. Alle so allmählich beschäftigt und verletzt. Das ist voraussehbar gewesen. Ah, guter Schlag. Auf den hinteren wäre es, glaube ich, tödlich gewesen. Ja. Aber immer noch guter Schlag. Sehr gut. Jetzt zerhacken wir die erste Reihe. Destroyed. Perfekt. Pistolenschuss nach hinten. Weil wenn ich den nicht rechtzeitig ausschalte, müssen sich nicht erstmal durch die Leichen hacken. Und das kostet Zeit und in der Zeit kann er von hinten noch ballern. Muss nicht sein. Autsch. Autsch. Ja, großartig. Jetzt ist die Vestalin quasi gefährdete Art. Ja, gewonnen. Okay. Sehr schön. So clearly in view. Or is it merely a trick of the light? So, wir haben noch einen Schlüssel. A handsome reward for a task well performed. So, ich würde sagen, mit dem Rest das sind 1, 2, 3, 4 Räume und hier nochmal ein paar Gossenkämpfe. Wir machen das Lager. A moment of respite. A chance to steel oneself against the coming horrors. So, wir werden normal essen, weil wir auf dem Weg wahrscheinlich nochmal essen müssen. So, was kann die Vestalin für uns tun? Stressabbau, Segnung, Gebet. Stressabbau. Heilung. Bluten wird entfernt. Heilung ist wichtig. Oh, das war so nützlich. Besinnen. Quarantäne. Besinnen. Quarantäne. Nicht schlecht, aber nicht das, was wir brauchen. Pistole säubern, Geigenhumor. Okay. Und er bringt die anderen zum Lachen oder auch nicht. Für die nächsten 4 Kämpfe. Ich glaube, das ist gut. Geht. Könnten wir mitnehmen. Das trifft wieder alle. Und wir könnten noch mal Stress lindern. Stress lindern auf ihn. Und das Ganze nochmal. Uff. Ich hoffe, das hat jetzt irgendwie geholfen und gereicht. Sieh mal an. Wir können dich nochmal verbessern. Dann haben wir auch ein bisschen mehr Platz hier im Inventar.
Ich hoffe jetzt nur, dass wir nicht über eine Nacht überfallen werden. Das wäre maßlos eklig. Ein Kampf, den wir gerade nicht brauchen, auf dem Weg zum Propheten. Sehr gut. Jetzt kommen schon mal zwei Kämpfe. Einmal die Segnung. Ich glaube, dich müssen wir segnen lassen. Okay. Hier ist unser Kampf. Ein sehr schwerer Kampf, aber nervig. Betäubt natürlich auf dem Heiler, super. Alle greifen die Heilerin an. Ja. A brilliant confluence of skill and purpose. Super. Jetzt noch mal. Das und zerhacken und dann sind wir durch. Was? Warum? Streuschuss ist egal. Hauptsache Schaden. Das Tier hatte nichts ausgehalten. Seize this momentum. Push on to the task's end. So. Nächster Kampf mit Schatz. Uiuiui. Okay. Meint ist überrascht. Wir fangen am besten an in der zweiten Reihe, dritten Reihe. Da diese Schützen, die mir auch immer die hinteren Leute niederballern. Ist nicht wahr. So, hier machen wir Selbstheilung. The wounds of war can be healed, but never hidden. Hier greifen wir die hintere Reihe an. Weil wir die mit einem Schlag vernichten können. Sehr gut. Und jetzt kriegen wir Haue. Ging noch. Ist auch noch okay. Ja, gar nicht so gut. Einmal mit den dreien. Einer ist weg. Einer verletzt. Zweiter verletzt. Sehr schön. Kraftbar, hier heilen wir uns wieder. Am besten sie. Oh, das ist gut. Das ist gut. Zack, wir die vordere Reihe. Oh, das ist großartig. Ich habe leider keinen Stun dabei. Das fällt mir jetzt immer wieder auf. Leidlich. Schuss und sind wir fertig. Wunderbar. This expedition at least promises success. Stein des Ausweichens. Okay. Ich habe keine Schlüssel mehr. Wer hätte das gedacht? Na gut. Na gut. Es ist, wie es ist. Ich kann jetzt nur hoffen, dass wir hier gleich fertig sind. Oh, das ist gut. Da können wir nochmal Licht auftanken. The light, the promise of safety. Und gleiches Prozedere. Die beiden sind eigentlich machbar. Störend sind die hinteren Reihen. Gut. Nicht so gut. Wow, nicht so gut. Hier Heilung. Positiv, wir haben alles geheilt, was wir an Schaden eingesteckt haben. Und kriegen gleich nochmal eine drauf. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Dann sind es noch drei gegnerische Angriffe, die wir abwägen. Mit dem Zerhacken von dem hier. Den hätte ich erwischt und dann auch vernichtet. Streuschuss. Dann ist der weg, wenn wir treffen. Und alle anderen so weit verwundet, dass man sie relativ gut auseinandernehmen kann.
neue Wunden sind wieder geheilt bei unserem Aussätzigen. Und wieder neu geschlagen. Sehr schön. Decimated. Sehr gut. Und hier vorne den zerhacken wir nochmal. Und dann sind wir durch. Be wary. Triumphant pride precipitates a dizzying wie geht's weiter? Ich würde sagen, hier trinken wir was und hier trinken wir was, weil ich gerne die Köpfe mitnehmen möchte. Aha. Toller Schatz. Ganz großer Schatz. Leerer Raum. Das bedeutet, wir können einfach nur durchlaufen. Ja, noch ein paar Münzen. Ah, wir dürfen noch mal essen. Gut, dass ich noch was hatte. So, Freunde. Zwei Kämpfe. Na, vielen Dank. Ordentlich viel Gold. Ja, jetzt wird's schwierig. Na klar, ich habe Material, was ich weg... das kann ich wegwerfen. Ich nehme die Tagebuchseiten mit. Zitrin weniger wert als die Goldhaufen. Machen wir auch den Tausch. Alle anderen haben Material noch in Löcher. Das heißt, die Kleinodien kann ich nicht weglegen. So, dann ist das so. Ich würde noch eine Fackel einsetzen, um hier alles wegzufackeln. Ich hab's geahnt. Es gibt immer nur Stress. Fear and frailty finally claim their due. Schade. So, oh, die Spackmaden. Die sind jetzt kein Problem. Da können wir relativ gut durchschnäbeln. Zack, 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 zack. Und dann war noch einer übrig. Die Situation nutzen wir dann aus, um die Heilung auf die Vestalin auszusprechen. Die ist damit wieder fast gesund. Ja, 8 Punkte geheilt, 2 Schaden eingesteckt, weil ich nicht angreifen konnte. Alles gut soweit. Fertig. Und nochmal 25 Gold aus diesen Maden rausgeholt. Und wir gehen mit dem helllichsten Schein des Lichtes raus. Du brauchst Heilung, du brauchst Heilung. Ja, die Schaufeln brauchen wir dann doch nicht mehr. Die können also weggeworfen werden, falls irgendwelche tollen Schätze zu holen sind. The madman hides there, behind the pews, spouting his mindless drivel. Okay. Ich würde sagen, Pistolenschuss nach hinten. Nur 105 Schaden, Trefferpunkte. Dann sollten wir ihn schnell heilen. Ich glaube, er hat es runter nötig. Gut, keine größeren Schäden abbekommen. Das Gute ist, er scheint momentan da hinten nicht so viel Ärger zu machen. Ich bin ruhig, ich sag gar nichts mehr. Oh, hier sie nochmal retten. Ne, nicht den Streuschuss. Wir wollen schon gezielt auf ihn draufschießen. Weil wir es können. So, fast schon Halbzeit. Ah, okay. Jetzt kommt gleich nochmal diese Felsen von oben. Okay.
einschüchtern. Au. Heiland, das tut weh. So, nochmal ein gezielter Schuss. Oh ja, das war gut. Nochmal ein gezielter Schuss. Ja, komm voran. 20 Punkte Rest. Wir werden ihn nochmal einschüchtern. 26 Punkte Rest. Ich glaube, er braucht die Heilung. Ich werde mich möglichst nicht durch diese Felsen schlagen, weil wenn wir die wegschlagen, weiß ich nicht, was kommt. Da steht dann irgendwelche Monster da, die auch mal auf uns einbrechen. Von daher vermeide ich das mal. Oh, gezielter Schuss. 8 Schaden, immerhin. Er braucht wieder die Heilung, er kriegt am meisten ab. Oh, da waren es nur noch 15. Mit einem übertrieben guten Schuss von ihr können wir das eigentlich schon beenden. Ah, 9 kriegen wir hin. Wenn er nicht so viel prophezeien würde. Okay. Au. Und langsam kriegen wir ein Problem. Er hält nämlich nicht mehr viel aus. Pistolenschuss, das könnte das Ende werden. Ja, ausgezeichnet. Das war's schon. Ich wollte noch mal ganz kurz schauen, was haben wir denn da gekriegt? Die Hundepfeife, gewöhnlich. Und die Augenklappe, gewöhnlich. Hat sich jetzt nicht unbedingt gelohnt. Keine Schätze, also reisen wir heim. Ich bin ganz froh, wir haben den zweiten, den lauten Propheten damit besiegt. Ob wir dann noch kommen mögen, weiß ich nicht, aber es war schon mal ein Erfolg. Na? So, ein paar Sachen haben wir auch wieder mitgebracht. Das Gold schwindet langsam dahin. So. Stümperhaft. Ja, das kommt hin. Dünnes Blut, das ist blöd. Vorbereitet, das ist gut. Lygophobie. Okay, wenn es zu dunkel wird, dann wird es problematisch für sie. Und Dipsomanie. Intensives Verlangen nach Alkohol und schnelle Reflexe. Sehr gut. Sehr gut. Wir müssen dann gleich mal schauen, dass wir ein bisschen was in der Heilung drehen, dass wir das günstiger bekommen. Our family name, once so well regarded, is now barely whispered aloud by decent folk. So, besiege den Propheten. Das haben wir auch geschafft. Da bin ich ein bisschen stolz drauf. So, den müssen wir entstressen. Nachtaktiv, unvorbereitet, stümperhaft. Aber er hat keine Schwächungen, was die Möglichkeit angeht. Er kann also überall eingesetzt werden, um geheilt zu werden. Er wird mal wahrscheinlich 2 Tage wegbleiben. Oder 2 Einsätze. Und die anderen haben es fast schadfrei überstanden. Okay, sie ist noch keine Alkoholikerin. Das heißt, die kann man auch überall einsetzen, wo man will. Können wir den Schmied verbessern? Ein wenig.
Waffe oder Rüstung? Ich bin ja persönlich immer für die Rüstung zuerst. Sollten wir auf jeden Fall machen. Wir brauchen mehr Urkunden. Wir brauchen mehr Urkunden. Und jetzt brauchen wir noch mehr Wappen. Every creature has a weakness. The wise hero trains for what he will face. So, den haben wir auch bald fertig. Das ist schon mal nicht schlecht. Wir haben keine Leute verloren. Das heißt, die netten Neuankömmlinge können alle wieder gehen. Haben wir noch Kranke? Krank, 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 krank. Nein, wir haben keine normalen Kranken. Wir haben keinen, der hier entstresst werden muss. Ich bin erstaunt. Das ist eigentlich ein ziemlich gutes Ergebnis. Wappen haben wir auch nicht genug Halt. Wollte ich noch schauen. Ah, gut, ich kann es mir eh nicht leisten. Aber gut zu wissen. Hui. So sieht's aus. Unsere Truppe hat ein bisschen Geld mit angeschleppt, hat noch ein paar Köpfe übrig. Das heißt, alle Aufträge mit Köpfen werden wir erstmal nach hinten anstellen. Wir brauchen alles andere. In Raummaße, was ist das denn? Keine Ahnung, ist auch egal. Geld haben wir jetzt mal wieder ein bisschen was zusammengespart. Und ja, das muss für diese Folge reichen. Ich hoffe, bei der nächsten seid ihr auch wieder mit dabei. Bis dahin. Gute Nacht da draußen, was immer ihr sein mögt.